This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truth in Jesus Christ's name. Christian died, suffering at the hands of Rome, because they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend habe ich mich hier eingefunden, um die nächste Lesung zu machen aus dem Buch der Moraltheologie von Alfonso Liguori, das ich ja beschlossen habe, mit reinzunehmen in die Lesung von den systematischen Kindesmissbrauch der römisch-katholischen Kirche, weil wenn wir die Moral der Jesuiten und vor allen Dingen eben auch der Katholiken verstehen, dann verstehen wir auch noch besser, als aus den vorangegangenen 6 Lesungen. Die 7. lasse ich mal eben außer Betracht. Das war ja eine Vorstellung von Liguori selbst. Dann verstehen wir halt noch besser, warum die römisch-katholische Kirche ursätzlich, ja, also in der Wurzel im Grunde diesen Kindesmissbrauch neben Missbrauch überhaupt eingepflanzt hat in sich selber. Das eine kann ohne das andere nicht bestehen. Die römisch-katholische Kirche definiert sich durch ihren Missbrauch. Ja? Und leider verstehen das viele Menschen nicht und deswegen mache ich diese Lesung in der Hoffnung, dass, wenn sie die Moraltheologie der römisch-katholischen Kirche verstehen, von einem Menschen, der mindestens so schlimm war wie ein Jesuit, sage ich jetzt mal, und teilweise ja eben auch jesuitisch gehandelt hatte, wie wir gelernt haben, dass man das dann ein wenig besser versteht. Wie gesagt, das ist mein Hauptanliegen darum. Und ich will da noch gar nicht groß rumschweifen. Wir fangen jetzt an. Wir haben hier die erste Seite des Buches nochmal mit dem Bild von Alfonso Liguori, das wahre Gesicht. Er wird oftmals auch als Jude mehr oder weniger dargestellt, aber er war kein Jude, er war ein Arier, wie man so schön sagt. Also hatte kein irgendwelches jüdisches Blut oder was in seinen Adern. Und wir haben ja letztes Mal mit dem Nachtrag des Buches angefangen, um den Liguori kennenzulernen, und dann werden wir jetzt weitermachen mit der Einleitung des eigentlichen Buches. Über die Heiligung und Heiligkeit.
Hiermit wird ein Ausschnitt aus der Moraltheologie, welche den Bischof, Kirchenlehrer und zwischen Anführungszeichen füge ich hierzu Heiligen der römisch-katholischen Kirche Alfons Maria von Liguori zum Verfasser hat, neu herausgegeben und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und zwar der Teil, der die Abwegigkeit der römischen Moralkasuistik und ihre wirkliche sittliche Gefahr, ihre Gegensätzlichkeit zum germanischen Sittlichkeitsempfinden am schärfsten beleuchtet, jener Moral, die mit wirklicher Moral nichts mehr zu tun hat. Ein ganz wichtiger erster einleitender Satz. Ja? Römische Moralkasuistik, die im Gegensatz zur germanischen im Gegensatz zum germanischen Sittlichkeitsempfinden oder zur germanischen Sittlichkeitsmoral steht. Eine zwischen Anführungszeichen Moral, die mit wirklicher Moral, das was wir normalen Menschen darunter verstehen, nichts zu tun hat. Und das, meine lieben Brüder und Schwestern, müssen wir unseren katholischen Brüdern und Schwestern beibringen. Hört mal, die Moral eurer Kirche ist nicht das, was ihr euch unter Moral vorstellt, sondern das sind diese Schreiben von unter anderem dem, zwischen Anführungszeichen, Heiligen Sankt Alfonsus Liguori. Ja? Das ist die Moral, an die sich die römisch-katholische Kirche hält. Das ist die Moral, mit der sie ihre Papiere veröffentlicht. Die päpstlichen Bullen, die päpstlichen Enzyklikas, die päpstlichen Schreiben, Rundschreiben und alles drum und dran, die sind alle auf dieser Moraltheologie basiert. Das muss man zwingend begreifen. Ich habe heute Abend noch mal kurz in ein Video reingeschaut, das ich mit meiner Mutter schon lange schauen wollte. Das ist, glaube ich, schon inzwischen ein Jahr auf dem Stick für sie zu anschauen. Aber ja, sie findet immer die Zeit dazu, weil es ist 90 Minuten, das ist ein bisschen lang. Und das ist von Walter Veit, den kennt ihr ja auch. Und ich bin ja wirklich kein großer Promoter von Walter Veit, aber in dem Video spricht er über die Moraltheologie der Jesuiten im Zusammenhang mit dem Sozialismus, mit der Soziallehre. Ja? Caritas in Veritate und andere Enzykliken, Rerum Novarum und andere Papiere, die die Päpste rausgebracht haben, um diese neue Weltordnung zu erklären, wie die Päpste das sehen und was sie unter Wohltätigkeit verstehen und wie sie Arme definieren und so weiter und so weiter. Und das ist genau dasselbe. Ja, die römisch-katholische Kirche schmeißt mit irgendwelchen Stichworten, Schlagwörtern um sich von Armut und Wohltätigkeit und wir sind doch gut und wir helfen hier und da und bla bla bla. Aber sie sagen nie, was da wirklich hintersteht. Und das Video von Walter Veit fand ich sehr, sehr aufschlussreich in der Hinsicht. Das werde ich mir sicher nochmal ganz angucken. Ich habe jetzt die ersten 50 Minuten geschaut und es ist eine Stunde 40 oder eine Stunde 50 Minuten in total. Aber das muss man sich wirklich anschauen. Das ist auch im Deutsch, dass ich das geschaut habe. Ganz, ganz wichtig. Und wie gesagt, die meisten Leute lesen ja heutzutage keine Bücher mehr, sondern schauen sich Videos an, dass sie sich dann das Video zum Beispiel von Walter Veit in der Hinsicht mal anschauen oder dieses Video hier, wo ich jetzt dieses Buch über den Alfons Liguori lese. Ja? Eine absolute Moralkasuistik der römisch-katholischen Kirche, die gegensätzlich ist zum germanischen Sittlichkeitsempfinden. Es handelt sich um jenen Teil, und übrigens, das ist jetzt ganz wichtig, was jetzt die nächsten Dinge kommt, hier geht es um die Originalität dieses Buches, die Brunnen, und dass das wirklich fundiert ist, die Aussagen, die hier drin sind. Und dass das bewiesen ist, dass das nicht irgendwelche Verschwörungstheorien sind. Ja? Es handelt sich um jenen Teil der vielbändigen Moraltheologie des heiligen Alfons, der die sittliche Gefahr einer solchen Lehre von den Sitten am deutlichsten zeigt. Den Traktat über das sechste Gebot, ja, das ist, du sollst nicht töten, in der normalen Zählweise, und einiges über den Eid. Bezeichnend ist, dass diese Teile über das sechste Gebot selbst in deutschen Moralbüchern für die Theologen nur in der heiligen römischen Sprache wiedergegeben werden. Das ist eine Feststellung eines früheren Angehörigen des Franziskanerordens. Und das ist ja auch der Punkt, den ich bereits angeholt hatte, wenn man zum Beispiel das Buch von Charles Chiniqui, Der Beichtstuhl, lesen will. Da sind auch die Dinge hinten in Latein angegeben. Hermann Busenbaum, seine Moraltheologie, kann man nur in Latein bekommen. Ja? Es ist halt so, sagt der Autor hier, es ist, als ob sich die deutsche Zunge sträubte, diese unmoralischen Dinge wiederzugeben. Ja.
Diese Moraltheologie ist, wie von römischer Seite behauptet wird, die Gott wohlgefälligste. Ja? Also das behauptet die römisch-katholische Kirche. Diese Moraltheologie von Alphonse Liguori ist die Gott wohlgefälligste, Gott angenehmste Lehre über die Sitten und eine sittliche Führung. Gewiss schwebt hier ein gedachtes Ideal einer sittlichen, einwandfreien Lebenshaltung und eine ebensolche Lehrauffassung vor Augen. Alles nun, was gegen dieses Ideal der Reinheit und Vollkommenheit verstößt, verlangt Buße und Sühne, fordert daher von dem oder der Fehlenden zunächst in erster Linie ein offenes, vorbehaltloses Bekenntnis, ohne dass die Schuld nicht getilgt werden kann. Diese Gelegenheit bietet sich dem Reuigen in und mittels der Beichte, der Ohrenbeichte. Hingegen hat das absichtliche Verschweigen einer Sünde im Beichtstuhle unabsehbaren persönlichen Schaden zur Folge. Sofern eine nicht gebeichtete, insofern ungesühnte Schuld einem Menschen anhaftet und ihm solchermaßen nachgeht, läuft er die große Gefahr, diese Sünde unvergeben in die jenseitige Welt mit hinüberzunehmen. Eine irdische Missachtung der kirchlichen Vorschriften ist aber, wie die römische Kirche behauptet, in der anderen Welt in Ewigkeit nicht wieder gut zu machen, da doch diese Kirchengesetze den göttlichen Gesetzen durchaus gleich zu achten sind. Aber wir werden uns gleich mit der Ohrenbeichte beschäftigen. Ich will mal eben schauen, ob ich hier das Bild finde. Das ist dann zwar mit einem niederländischen Text, aber das kann ich euch ja sagen, was das in Deutsch heißt. Das ist aber ein sehr schönes Bild und das würde ich hier gerne mit reinnehmen. Ist leider ein bisschen klein, kann man nicht gut erkennen natürlich. Ich mache es mal eben ganz groß, das muss ich dann einigermaßen erkennen. Und hier steht in Niederländisch geschrieben, was haben wir armen Schafe doch getan, dass wir bei dem Wolf zur Beichte gehen. Ja? Hier sehen wir also einen Priester, ein Wolf verkleidet als Priester und die Schafe, die bei ihm zur Ohrenbeichte gehen. Und die Schafe fragen sich, was haben wir armen Schafe doch getan, dass wir bei dem Wolfe zur Beichte gehen. Behalte dieses Bild mal ein wenig im Hinterkopf für den Rest der Lesung, weil das ist sehr interessant, wie ihr noch erkennen werdet, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir dieses Bild im Hinterkopf behalten. Ja? Also, der Autor fährt fort. So muss es denn also ebenso verständlich wie folgerichtig erscheinen, dass die römische Kirche auf das sittliche Verhalten ihrer Gläubigen um deren Seelenheil willen ein sehr merksames Auge hat. Aber die Kirche will natürlich nicht, dass irgendjemand verloren geht, ne? Sagt sie. Umso mehr, als die Vielheit und die Mannigfaltigkeit der Versuchungen und Versündigungen gerade auf sittlichem Gebiet eine gründliche Sachkenntnis erfordern. Der Mensch hier denn auch ganz besonders großen Gefahren ausgesetzt ist, und somit der rechten Führung unmöglich entbehren kann. Ja, wir sagen, der Mensch denkt und Gott lenkt, aber die römische katholische Kirche sieht das hier natürlich anders. Ne? Der rechten Führung unmöglich entbehren kann. Die Kirche muss führen. Nicht Gott führt, sondern die Kirche. Ja? So waren denn schon eine ganze Reihe von Männern mit erlauchten Namen innerhalb der Kirche aufgestanden, in der Hauptsache unter den Jesuiten, die sich mit dieser Lehre vor und auch nach Liguori eingehend beschäftigten. Seine Auffassung der Dinge ist aber als die beste von den maßgeblichen Stellen anerkannt worden, weil sie sich als gut, nützlich und den kirchlichen Zwecken am meisten dienlich erwiesen hat. Da fällt mir nur zu ein, der Zweck heiligt die Mittel. Was sich nun für den Bestand der Kirche als am vorteilhaftesten erweist, das ist unbedingt als Gottes einziger heiliger Wille, als sein eigenes und wahres Vermächtnis, als die absolut unfehlbare Vermittlung anzuerkennen, und zwar nicht etwa für die Katholiken allein. Nein, das alles ist verbindlich für die gesamte Menschheit als die Offenbarung des allerhöchsten Gottes. So hat denn auch diese Moraltheologie des Liguori als eine Gottesbotschaft zu gelten, als einen Teil der Gottesweisheit, eine Offenbarung seiner Liebe, seiner Gnade und seiner Erbarmung. Denn wie viele Männer haben sich nicht in heiligen Ernste um diese Sache der Moraltheologie bemüht? Aus dem Munde
Aus der Feder eines Heiligen der Kirche ist diese anerkannte Sittenlehre hervorgegangen. Er war ein Mann Gottes von seltener Größe. Ich bitte hierbei natürlich, meinen Sarkasmus in der Stimme herauszuhören und zu begreifen, dass wir hier natürlich verstehen müssen, er war ein Mann Gottes, des Gottes der römisch-katholischen Kirche, Satans, und nicht des Schöpfergottes, ich bin, der ich bin, und seinem eingeborenen Sohn Jesus Christus, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Ja? Wir sprechen hier von einem anderen Gott. Wir sprechen von dem Gott der römisch-katholischen Kirche. Und das ist nicht der Gott der Bibel. Es werden immer nur ganz wenige sein, sagt der Autor, welche wie der heilige Alphons von Liguori es tat, so alle Annehmlichkeiten und Bequemlichkeiten, alle Ehrungen und persönlichen Vorteile von sich weisen, so will ich Entbehrungen aller Art auf sich nehmen. Wenige, die so gesuchte Entsagungen mit der größten Geduld und Beharrlichkeit ertragen. Wenige, die so beständig auf die Entschuldung als höchst verdienliche Heiligung ihrer Person bedacht sind, die mittels dieser Abtötungen des Fleisches, ja auch Selbstkasteiungen, in gewaltsamer Weise mit sich ringen und kämpfen. In alledem war dieser Heilige ein Meister. Deshalb steht ihm zunächst vor anderen das Recht zu, auch über die tollsten Raffinessen sittlicher Verkommenheit zu reden und zu urteilen. Wer so lebt, wie er lebte, seine Tage zubringt, wie er es getan, wer so wie dieser heilige Mann sich krampfhaft müht, seine Natürlichkeit zu überholen und in die Übernatürlichkeit, in das Metaphysische zu steigern, der hat Verzückungen, der hat Visionen, hat Verklärungen. Ihr seht, wir gehen hier natürlich wieder auf die geistige Gymnastik des Ignatius von Loyola ein. Ne? Die jenseitige Welt neigt sich zu ihm gnädig hernieder, das sind Dämonen, und wird ihm zur geschauten, zur erlebten Offenbarung. Was haben wir dagegen aufzuweisen? Denn Gott ist wunderbar in seinen Heiligen. Und der Sieg Gottes im Menschen zeitigt wunderbare und unvergängliche Früchte. Wohl dem Menschen, der so alsdann menschlichen Irrtümern nicht unterworfen ist, denn die Verantwortung, welche er sonst auf sich lüde, wäre riesengroß, nein, sie wäre sogar unsagbar groß. Die römische Kirche bzw. deren irdische Vertreter, also alle im Magisterium, Bischöfe, Priester, Dekane, Vikare und so weiter, nehmen bekanntlich den Himmel und alles, was damit zu tun hat, vollkommen für sich in Anspruch, genau wie die Pharisäer und Schriftgelehrten zu Jesus Zeit. Wenn irgendwo, und deswegen hatten wir auch letztes Mal abgeschlossen, erinnert ihr euch sicher noch mit dem Lesen von Matthäus Kapitel 23, Verse 1 bis 15, wo genau dieser Punkt angeholt wurde. Ja? Von daher nochmal ganz wichtig, dass wir uns eben in Erinnerung rufen. Im letzten Video hatte ich geschlossen mit der Lesung von Matthäus 23, Verse 1 bis 15. Und hier genau steht drin, die römische Kirche bzw. deren irdische Vertreter nehmen bekanntlich den Himmel und alles, was damit zu tun hat, vollkommen für sich in Anspruch. Genauso wie Jesus Christus es den Pharisäern und Schriftgelehrten damals vorgeworfen hat. Sieht man ja, welches Gedankenkind die sind. Oder welchen Geisteskind die sind. Wenn irgendwo, fährt der Autor fort, dann ist bei ihr, also in der römisch-katholischen Kirche, und in ihrer Lehre das ganze Erdendasein in seiner Zweck- und Endbestimmung eine Vorbereitung auf die spätere, in die Gefilde des Jenseits verlegte Fortsetzung der irdischen Bahn. Dass hierin eine Wahrheit zugrunde liegt, wird auch von sehr namhaften Nicht-Katholiken, auch von Weltweisen, also Gnostikern, zumal von den etlichen größten Religionsstiftern, welche mit ihren Lehren die Welt und Völker bewegten, nicht bestritten. So sei denn zugunsten der römischen Lehre gesagt, dass hierin auch ehrliche Anstrengungen gemacht werden und vielfach ein redliches Streben, das über den bloßen Anschein hinausgeht, anerkannt werden muss. Denn welche überzeugten Anhänger der römischen Kirche nehmen gerade diesen Glauben an, das Jenseits ernster und gewissenhafter als die Deutschen? Das ist doch mal eine wichtige Frage, die der Autor Grassmann, Robert Grassmann hier stellt. Welche überzeugten Anhänger der römischen Kirche nehmen gerade diesen
Aberglauben an das Jenseits ernster und gewissenhafter als die Deutschen. Ich spreche mit dem Aberglauben natürlich von der Lehre der römisch-katholischen Kirche. Es wäre ja wunderbar, wenn die Deutschen hier in diesem Falle angesprochen den wahren Glauben an das Jenseits ernst und gewissenhaft nehmen würden, nämlich den Glauben, der in der Bibel gelehrt wird. Dass wir auf dieser Erde sind, um unserem Herrn Jesus Christus zu dienen, so viel wie möglich, und dass wir ihm folgen sollen und dass wir in dieser Welt leben sollen, aber nicht von der Welt sein sollen, und dass wir, wenn wir sterben, schlafen zur Wiederauferstehung. Und dass es die unsterbliche Seele aus der römisch-katholischen Lehre nicht gibt. Gerade die Deutschen, die so eingenommen sind von dieser falschen Lehre, von diesem bloßen Schein der römisch-katholischen Kirche, die Deutschen, die solche überzeugten Anhänger der römischen Kirche sind, sollten anstatt dessen die Wahrheit annehmen, wie sie es im 16. Jahrhundert getan haben. Ich meine, Luther wird dann immer vorgeworfen von, ja, er war verantwortlich für Bauernkriege. Ich habe da meine eigene Meinung drüber. Und ich will da auch gar nicht drüber diskutieren. Und nein, Luther war nicht perfekt. Aber die Bauern waren ja selbst schuld. Also, sie haben die Bibel in der Hand gehabt, sie haben die Bibel lesen können, sie haben die Bibel verstehen können. Die Bibel wurde ihnen von Luther und den Seinen, sage ich jetzt mal, in seiner Kirche erklärt. Und trotzdem haben sie dafür gewählt, einen weltlichen Aufstand zu provozieren. Und ein weltlicher Aufstand wird dann natürlich auch weltlich niedergeschlagen. Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 18, meine Lieben. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen Gewalten, gegen Geistige, gegen die Mächte der Finsternis in dieser Welt. Ja? Und das macht man nicht mit materiellen Schwerten. Da war natürlich der Fehler in diesem Krieg. Aber so ist die Menschheit nun mal. Sie sucht immer die Lösung im Fleischlichen und das gibt es nicht. Und dieser Gedanke, der damals zwar nicht vollständig korrekt, aber doch unglaublich viele Menschen, Millionen von Menschen damals befreit hat von dem Joch von Rom, dieser Gedanke Gottes, den sie auf einmal in der Hand hielten, als sie die Schrift, die Heilige Schrift in ihrer Hand hielten, in ihrer eigenen Sprache und verstanden haben, das hat die Leute frei gemacht, ja? Und genau diese Freiheit, dieses Erwecken, das damals durch Deutschland gegangen ist, jetzt sage ich bald wieder, Deutschland erwache, wie in meinem verbotenen Video, weil man das darf man ja anscheinend nicht sagen, genau dieser Gedanke muss doch endlich mal wieder auftauchen. Und genau das spricht der Autor hier an. Welche überzeugten Anhänger der römischen Kirche nehmen gerade diesen Glauben an das Jenseits ernster und gewissenhafter als die Deutschen? Das erfassen sie mit ihrem ganzen Gemüt und mit einer Seelentiefe, welche nur dem Deutschen eigentümlich ist und sonst keinem anderen Volke auf Erden. Ja, die Deutschen sind sicher ein besonderes Volk. Jedes Volk ist, wie sagt man das so schön, einzigartig ist das Wort, das ich suchte. Unik, das deutsche Wort, ist einzigartig. Jedes Volk ist einzigartig, genau wie jeder Mensch einzigartig ist. Aber jedes Volk hat auch irgendwo einen völkischen Gedanken. Und der völkische Gedanken der Deutschen ist derselbe, wie er auch bei einigen anderen Völkern vorkommt. So zum Beispiel, sage ich jetzt mal, bei den frühen Amerikanern, als die noch in der Kolonie lebten, weil das waren ja auch hauptsächlich Deutsche, ja, mehr als 50% damals zu der Zeit. Das ist ein göttlicher Gedanke. Das Erfassen mit ihrem ganzen Gemüt und mit einer Seelentiefe, welche nur dem Deutschen eigentümlich ist, na, ich würde hier beinahe sagen, das sollte eigentlich so einem Israeliten eigentümlich sein. Ja? Einem Israeliten im Geiste. Ja? Einem Christen, sagen wir es mal so. Und der Deutsche ist anscheinend sehr fassbar für das Christentum, weil das Heidentum hat ihn ja nirgendwo hingebracht. Die Goten, die Germanen, das hat ja zu nichts geführt. Deswegen sind die Deutschen solche Verfechter des zwischen Anführungszeichen Christentums, des Katholizismus, weil sie den Unterschied nicht mehr sehen. Ich will jetzt auch nicht abweichen hier zu sehr, aber ich finde diesen Satz sehr, sehr wichtig, dass der Autor hier wirklich sagt, das erfassen sie mit ihrem ganzen Gemüt und mit einer Seelentiefe, welche nur dem Deutschen eigentümlich ist und sonst keinem anderen Volk auf Erden. Die Deutschen sind ein besonderes Volk und deswegen werden die Deutschen auch immer wieder
verfolgt auf dieser Erde. Ich meine, das muss ich euch ja nicht mehr sagen. Nachdem wir hinter den Diktatoren gelesen hatten, ist das ja wohl deutlich genug. Umso mehr möchte so nach darauf geachtet werden, dass diese geistige Kost ein ideales Höchstmaß der Anständigkeit als mindeste Forderung, ein Höchstmaß der Wahrheit und Gerechtigkeit und zum Letzten, es mag noch so schwer fallen, ein höchstes Maß von Liebe in sich schließe. Aber hiergegen verstoßende, ersichtliche, ja klar zutage tretende Mängel nachzuweisen, wie zu beseitigen, sind schon vielfache sehr große Anstrengungen gemacht worden. Aber die Päpste verlangen die unbedingte Anerkennung ihrer Autorität, der Ultramontanismus, ja, uninfragestellbare Autorität des Papstes, auch in diesen Punkten. Die absolute Unterordnung, ja, perende a cadaver, Kadavergehorsam, und geben dergestalt ihre Weisungen an die Priester, diese wieder an die Gläubigen. Priester, welche jeder eigenen Meinung entsagen müssen, Kadavergehorsam, hier kommt's wieder, ja, wie bei den Jesuiten. Gläubige, die von den Erwartungen erfüllt sind, in der jenseitigen Welt alles so anzutreffen und vorzufinden, wie es ihnen beigebracht wurde, von Menschen anstatt von der Bibel. Hörige, die nichts wissen dürfen über die von der Gottheit selbst eingesetzte und von ihr in jeder Weise respektive freie Willensbestimmung eines jeglichen Menschen. Eben, katholische Lehre des freien Willens, konträr der Lehre der Bibel. Wie immer in diesem Fall. Die angeblich alleinselig machende Kirche. Angeblich, das hätte ich hier eigentlich anstreichen müssen. Dann machen wir das mal eben. Die angeblich alleinselig machende Kirche, unam sanctam, verwaltet von der Erde aus den Himmel. Sie verwaltet von der Erde aus auch das Fegefeuer und die Hölle. Das ist vergleichsweise ungefähr so, als wenn von irgendeinem Punkte der Erde, sagen wir von Rom aus, das Wetter bestimmt werden könne. Als Sonnenschein, Regen, der Zug der Wolken, Hitze und Kälte und dergleichen mehr, oder Tag und Nacht, Licht und Finsternis. Die Päpste bestimmen aber, dass die Hölle mit den unendlichen Qualen des Verbranntwerdens der einzig mögliche Aufenthaltsort in der anderen Welt sei, der den Ketzern, den von der Kirche Abgefallenen vorbehalten ist. Diese Anschauung ist auch in den geistigen Übungen der Jesuiten von großer Bedeutung. Aber so wenig das eine denkbar ist, so wenig das andere, das sich über allem irdischen Geschehen eine andere Welt irdischen Gesetzen unterwirft. So ist es auch gleicherweise unvorstellbar, als den menschlich erkennbaren Entwicklungsgesetzen zuwider, dass irgendein Sterblicher, von der römischen Kirche zum Heiligen ernannt, nun mit einer Fülle von Macht urplötzlich ausgestattet werde, welche ihn zum Mitregierer Gottes in den Weltgeschäften macht. Ebenso wenig besteht eine Gewähr für die Allgegenwart eines oder der Heiligen überhaupt, so dass angenommen werden könnte, dass die an diese gerichteten Fürbitten ihre Wirkung verfehlen. Hingegen sagt Meister Eckhart, und da können wir ja gerne mal in Wikipedia nachschauen, wer Meister Eckhart ist. Ich habe den Link extra hier mit reingemacht, weil ich mir dachte, dass viele Leute vielleicht natürlich auch den Ausdruck von Meister Eckhart kennen, aber dann wahrscheinlich nicht besonders viel Ahnung haben, hatte ich übrigens auch nicht, um was es eigentlich geht, wer Meister Eckhart eigentlich ist, ja, war ein einflussreicher spätmittelalterlicher Theologe und Philosoph, ein Mystiker, ja, und da kann man sich dann in diesem Artikel weiter drüber informieren. Also hingegen sagt hier Meister Eckhart, Zitat, ich habe eine Kraft in meiner Seele, die für Gott ganz und gar empfänglich ist. Ich bin des so gewiss, wie ich lebe, dass nichts mir so nahe ist wie Gott, also nicht die Heiligen. Das heißt, Gott ist mir näher, als ich mir selber bin. Hängt doch mein Sein daran, dass Gott mir nahe und gegenwärtig ist. Ende Zitat. Paul Lagarde, da muss ich eben zusagen, um rauszusehen, wer ist Paul Lagarde, der hier zitiert wird. Deutschland ist die Gesamtheit aller Deutschempfindenden, Deutschdenkenden, Deutschwollenden Deutschen. Jeder einzelne von uns ein Landesverräter, wenn er nicht in dieser Einsicht sich für die Existenz
das Glück, die Zukunft des Vaterlandes in jedem Augenblick seines Lebens persönlich verantwortlich erachtet. Jeder Einzelne ein Held und Befreier, wenn er es tut. Das ist aus dem Wikipedia-Artikel über Paul de Lagarde. Der urdeutsche Mann, ja, deswegen habe ich dieses Zitat gerade eben rausgeholt, wo er sagt, Deutschland ist die Gesamtheit aller deutsch empfindenden, deutsch denkenden, deutsch wollenden Deutschen, erklärt das mal der Bundeskanzlerin in 2018. Stellt euch mal in Deutschland hin und sagt das heutzutage, da werdet ihr gesteinigt an jeder Straßenecke. Dieser Paul Lagarde, dieser urdeutsche Mann, bekundet darüber, Zitat, Beweis für die Ewigkeit der Seele liegt in dem Plane, welcher im Leben jedes die Richtung auf das Gute einschlagenden Menschen sichtbar wird. Diesen Plan erkennen, ihm nachsinnen und seiner Verwirklichung sich hingeben, das heißt fromm sein. Bis auf die Ewigkeit der Seele, ja, Beweis für die Ewigkeit der Seele, das ist also die unsterbliche Seele, die er hier lehrt. Da bin ich natürlich nicht mit einverstanden, wie ihr wisst, weil das ist ja eine andere Lehre als die in der Bibel. Aber ansonsten, dass das Frommsein ist, dass man sich eben auf die Richtung, also was er hier sagt, im Plane, welcher im Leben jedes die Richtung auf das Gute einschlagende Menschen sichtbar wird. Was ist das Gute? Das, was Gott vorgibt, was gut ist. Was in der Bibel steht, was gut ist. Das, was unser Schöpfer Gott sagt, was gut ist und nicht, was der kleine Gott in Rom da sagt. Diesen Plan unseres Schöpfergottes erkennen, diesen Plan nachsinnen und seiner Verwirklichung sich hingeben und damit eben auch Jesus Christus sich hingeben, das heißt fromm sein. So wie ich das jetzt erklärt habe, unterstreiche ich das. Ja, und dann haben wir hier auch noch Friedrich der Große. Da habe ich gesagt, dass ich ein Bild vorbereitet habe. Da wollen wir mal eben das Bild suchen, Friedrich der Große, dann nehmen wir das hier mit rein. Und Friedrich der Große, der, wie wir wissen, vornehm und weitsichtig genug war, jeden seines Glaubens leben zu lassen, er war übrigens selbst ein Freimaurer, Hochgrad Freimaurer, sofern das Gemeinwohl keinen Schaden nahm, ja, bekennt sich am Ende seines Lebens zu folgender Auffassung. Da bin ich mal gespannt. Weil während seines Lebens war er Hochgrad-Freimaurer und wohl auch Malteserritter, wie man an dem Kreuz da sehen kann, oder irgendein anderer päpstlicher Ritter. Jedenfalls sagt er hier zum Ende seines Lebens, Zitat, Ich fühle nun, dass es mit meinem irdischen Leben bald aus sein wird. Da ich aber überzeugt bin, dass nichts, was einmal in der Natur existiert, wieder vernichtet werden kann, so weiß ich gewiss, dass der edlere Teil von mir darum nicht aufhören wird zu leben. Zwar werde ich wohl im künftigen Leben nicht König sein, aber desto besser. Ich werde ein tätiges Leben führen und noch dazu ein mit weniger Undank verknüpftes. Ende Zitat. Da ist ja direkt ein wenig Weisheit aus dem Friedrich der Großen rauszulesen, aus seinem Zitat. Ich werde wohl im künftigen Leben nicht König sein, aber dafür ein Leben führen, das mit weniger Undank verknüpft ist. Es könnten an dieser Stelle noch unzählige ähnliche Aussprüche höchst ehrenwerter Menschen angeführt werden. Doch mag es bei diesem wenigen sein Bewenden haben. Alle aber stehen im Widerspruch zu der unerbittlichen, starren und niedergedrückten Form, welche hierin von der Romkirche verfochten wird. Lassen wir nunmehr den ersten Herausgeber der Auszüge aus der Moraltheologie des Ligori, Robert Grassmann, zu Worte kommen, als den Verfasser und ersten Herausgeber dieses Buches. Die vorliegenden Auszüge des heiligen Dr. Alfonsus Maria de Liguori Theologica Moralis und deren deutsche Übersetzung sind im Auftrage des Stettiner Landgerichts zuerst vom Professor Nippold in Jena geprüft, dann vom Stettiner Landgericht in der Sitzung vom 5. Juli 1894 nochmals geprüft, demnächst vom Staatsanwalt zum dritten Male geprüft und sind schließlich als richtig und richtig übersetzt durch rechtsgültiges Erkenntnis festgestellt worden.
Das war der Punkt, den ich die ganze Zeit bereits vorher machte, dass ich sagte, wir lesen jetzt gleich die Authentizität dieses Buches. Ja? Das, was wir jetzt zu lesen bekommen, das, was wir gerade eben gelesen haben, das war ja alles nur Einleitung. Das ist ja, da geht es ja noch nicht ans Eingemachte. Wenn wir nachher an das Eingemachte gehen, dann müssen wir uns immer wieder vor Augen rufen, dass hier deutlich geschrieben steht, dass die vorliegenden Auszüge aus den Schriften des Liguori, Morales, Theologica Morales, die ja in Latein geschrieben wurden, ja, dass diese deutschen Übersetzungen im Auftrage des Stettiner Landgerichts zuerst von einem Professor Nippold in Jena geprüft, dann vom Stettiner Landgericht in einer Sitzung 1894 nochmals geprüft und von einem Staatsanwalt zum dritten Mal geprüft wurde. Das erinnert mich sehr an das biblische Gebot, dass man alles vor zwei oder drei Zeugen belegen muss. Ja? Und das sind in diesem Fall drei Zeugen, die jeweils bestätigen und prüfen, dass die Übersetzung hier absolut korrekt ist. Also, wenn man nachher irgendwelche Dinge weiterlesen und sagt von, oh Jörg, das klingt aber jetzt fies, das hat er doch so nicht geschrieben. Doch, das ist hier durch diese drei Zeugen nachgewiesen und bestätigt. Dieselben zeigen die großen sittlichen Gefahren, welche die Ohrenbeichte nach den Vorschriften der römischen Kirche für die beichtenden Frauen herbeiführt. In der Weise, dass ganze Völker durch dieselben dem sittlichen Verfalle preisgegeben sind. Eine Schrift, in welcher die sittlichen Vergehen und Verbrechen ausführlich beschrieben und die Fragen genau aufgeführt werden, welche nach jenen Vorschriften in der Beichte gestellt werden sollen, heißt in der römisch-katholischen Kirche eine Moraltheologie. Nach solchen Schriften werden die katholischen Priester in ihren Lehranstalten und Universitäten unterrichtet. Diese Schriften sollen sie täglich studieren, die schamverletzenden Fragen sollen sie auswendig lernen. Das lernt man, wenn man Priester werden will, nicht die Bibel, nicht Jesus Christus, nicht die Schöpfung und die Herrlichkeit des ewigen Lebens durch Jesus Christus zu akzeptieren. Nein, solche Schriften der Moraltheologie werden in Lehranstalten und Universitäten der Priester unterrichtet. Diese sollen sie täglich studieren, um damit diese schamverletzenden Fragen auswendig zu lernen. Der Inhalt dieser Fragen ist so schlechthin unchristlich. Der Inhalt dieser Fragen ist so unsittlich und so verworfen, dass jeder Laie, der solche Fragen an eine Frau stellen wollte, aus jeder Gesellschaft ausgeschlossen und streng bestraft werden würde. Für einen Geistlichen jedoch ist derselbe schlechthin ungeheuerlich, schier unbegreiflich. Einen wahren Geistlichen ja, aber einen Geistlichen in der Kirche Satans, der römisch-katholischen Kirche, da nicht. Nach dieser Moraltheologie ist der unverheiratete Priester in der Ohrenbeichte mit einer Frau oder mit einem Mädchen allein und ohne jeden Zeugen und soll nicht nur berechtigt, sondern selbst verpflichtet sein, von der Frau zu fordern, dass sie ihm alles aussage, was sie seit ihrer Taufe in geschlechtlicher Beziehung gedacht und getan hat, namentlich, ob sie einen Geliebten bzw. Ehemann hat und was dieser mit ihr bzw. sie mit ihm, auch was sie mit sich selbst oder mit anderen Frauen getan oder gesprochen bzw. bei sich gedacht hat. Was die von Gott eingepflanzte Scham und das Ehrgefühl der Frau verbieten, irgendjemand zu sagen, das soll sie nach römisch-katholischem Recht einem Manne, ja einem unverheirateten Manne, unter vier Augen ins Ohr sagen. Wie war das nochmal? Warum, was haben wir Schafe getan, dass wir beim Wolf zur Beichte gehen? Erinnert euch an das Bild. Ja, mehr als das. Der Priester hat das Recht und sogar nach Vorschrift
der von den Päpsten sanktionierten Moraltheologie selbst die Pflicht, Recht und Pflicht hat der Priester, ihr Fragen vorzulegen, ob sie die oder die Sünde getan habe, welche eine anständige Frau oder Jungfrau gar nicht kennen oder auch nur ahnen darf. Nicht selten werden die schamlosesten Fragen vom Priester Frauen wie Mädchen vorgelegt und diese dadurch mit Sünden bekannt gemacht, welche sie gar nicht kannten und auch nicht einmal kennen konnten. Vielfach wird hier alle Scham gebrochen und verletzt. Die Frau wird gewöhnt, über solche unverschämte Fragen mit einem Manne zu reden und ihm alle, auch die geheimsten, längst überwundenen Versuchungen mitzuteilen. Für jeden Familienvater ist es die heiligste Pflicht, diese Fragen kennenzulernen. Das ist der Kern des folgenden Satzes. Für jeden Familienvater, welcher seine Frau und seine Tochter vor sittlichem Verfall und Verderben bewahren will, ist es die heiligste Pflicht, diese Fragen kennenzulernen, welche seiner Tochter und seiner Frau von einem unverheirateten, nach solchen Schriften erzogenen Priester, während sie allein mit ihm ist, nach der Moraltheologie in den Beichtstuhle gestellt werden sollen, welche, wenn sie gestellt werden, jedes weibliche Scham- und Ehrgefühl verletzen und für Frau wie Tochter die größten Gefahren heraufbeschwören, dies umso mehr, als die Frauen dem Priester solche Unsittlichkeiten gar nicht zutrauen können und er überdies die Gewalt hat, ihnen die Vergebung der Sünden und das Abendmahl zu verweigern, wenn sie diese unsittlichen Fragen nicht beantworten und dadurch Schande und Gefahr für die Seligkeit über sie zu verhängen. Der Priester kann, wenn die Frau nicht vollständig ihre Sünden an den Priester bekennt, ihr das Abendmahl verweigern. Die Eucharistie, wo in der Transsubstantiation Jesus Christus wieder und wieder und wieder in der römisch-katholischen Kirche geopfert wird. Das Abendmahl, nochmals für diejenigen, die es noch nicht verstanden haben, ist in der römisch-katholischen Kirche das Basissakrament, auf dem die römisch-katholische Kirche steht, auf dem sie aufbaut. Es ist ein Opfer und es ist eine Verleumdung des Opfers Jesu Christi und es ist ein Sakrament, das zur Erlösung innerhalb der römisch-katholischen Kirche notwendig ist. Wenn jetzt also die Frau von dem Priester im Beichtstuhl bedrängt mit unsittlichen Fragen ihr Schamgefühl ganz und gar aufgeben muss, um diese ganzen Fragen zu beantworten und sie weigert sich aufgrund ihres Schamgefühls, das zu tun, dann kommt sie nach Lehre der römisch-katholischen Kirche in die Hölle. Dann kommt sie nach Lehre der römisch-katholischen Kirche in die Hölle, weil sie nicht das Sakrament des Abendmahls empfängt, weil sie nicht alle sieben Sakramente der römisch-katholischen Kirche empfangen hat. Und diese Werke, das sind die Sakramente, sind der Weg zur Erlösung. Natürlich, die Bibel sagt, nicht durch Werke seid ihr errettet, sondern durch die Gnade, auf dass niemand sich rühme. Weil, wenn Gnade durch Werke wäre, dann wäre Gnade nicht Gnade und Werk wäre nicht Werk. Ja? Aber die römisch-katholische Kirche lehrt, dass die sieben Sakramente, die, wie sie selbst sagt, von Christus eingesetzt sind, wovon Christus kein einziges eingesetzt hat, schaut euch nochmal das Video von dem Minarek an, zu dem Punkt. Ein sehr interessantes Video, wo er die Sakramente erklärt und die Herkunft und die Bedeutung davon. Wenn ich hier der Frau im Beichtstuhl das Sakrament entsage, vorenthalte, verbiete zu nehmen, dann verdammt der Priester die Frau zur Hölle. Nach dem Glauben der Frau. Also versteht mich richtig. Sie geht deswegen nicht in die Hölle. Sie soll ja auch einem Priester, einem anderen Menschen überhaupt nicht ihre Sünden beichten. Seine Sünden beichtet man nur dem Herrn. Im stillen Kämmerlein. Wenn man alleine ist. Weil eine Sünde ist das Brechen des Gesetzes Gottes. Das heißt, ich begehe eine Sünde gegen Gott. Wenn ich eine Sünde gegen Gott begehe, was nützt es dann, wenn ich das einem Menschen erzähle?
Wenn ich eine Sünde gegen einen Menschen begehe, wenn ich einem Menschen Unrecht tue, dann muss ich zu den Menschen gehen und dann muss ich den um Verzeihung bitten. Das ist richtig. Das hat aber nichts mit Buße zu tun. Das hat nichts mit Büßen zu tun. Das hat nichts mit Beichtstuhl zu tun. Und wir reden hier über den Beichtstuhl, in dem der Priester, ausgebildet in seinen Seminarien, die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Person zu stellen, diese Frauen, Jungfrauen, das heißt also Mädchen, das heißt also auch eben Frauen, die bis jetzt auch noch keinen geschlechtlichen Verkehr hatten, und das sind eben Mädchen und teilweise eben auch ältere Frauen, die ein, ich sag mal, ehrvolles Leben gelebt haben, weil sonst hätten sie ja schon rumgehurt, um es mal ganz klar zu sagen. Der wird dazu ausgebildet, denen solche Fragen zu stellen, und wenn sie die Fragen nicht beantworten, dann entzieht er ihnen das Sakrament der Eucharistie, des Abendmahls, und verdammt sie damit in die Hölle. Und wenn man jetzt halt so leichtgläubig ist, dass man diesen Lügen der römisch-katholischen Kirche glaubt, weil man nicht in der Bibel gebildet ist, dann hat man ein ganz großes Problem. Dann ist man verpflichtet, dem Priester alles zu sagen. Weil sonst ja nicht ich mich der römisch-katholischen Lehre des Unam Sanctam unterstelle. Wie Bonifaz III. Ja sagte, der Achte. Es ist absolut notwendig für die Erlösung einer jeden menschlichen Kreatur, um Subjekt des römischen Pontiff zu sein. Und ich bin nur Subjekt des römischen Pontiff, wenn ich mich ganz und gar mit Haut und Haar willenlos, ja, wie ein Kadaver, dem Willen des Papstes unterwerfe. Und der Wille des Papstes ist römisch-kanonisches Recht. Und im römisch-kanonischen Recht und in der Moraltheologie sagen sie, ich muss jede kleine Sünde, jeden sexuellen Gedanken seit meiner Taufe bis zu diesem Moment dem Priester beichten. Und wenn ich das nicht tue, dann entsagt er mir das Abendmahl und ich komme in die Hölle. Das sind die Konsequenzen dafür. Man muss sich das halt mal vorstellen. Schaut, wenn jeder, der das schaut, ein Christ im biblischen Sinne ist, ja, dann sagt er von, ja, aber das ist doch alles Blödsinn. Ja, natürlich ist es alles Blödsinn, aber es gibt ja nun Millionen und Abermillionen von Menschen, Hunderte von Millionen, fast Milliarden von Menschen auf dieser Erde, die diesen Quatsch der römisch-katholischen Kirche glauben. Und die durch den Entzug dieses Abendmahls tatsächlich sich genötigt sehen, alle möglichen Sünden, ja, zwischen Anführungszeichen sage ich jetzt mal, zu bekennen. Ich meine, das bringt uns dann ja noch auf ein ganz anderes Thema. Das bringt uns auf die Unbeflecktheit des Ehebettes. In der Bibel steht drin, dass das Ehebett unbefleckt ist. Und das heißt, das, was im Ehebett passiert, zwischen einem verheirateten Mann und seiner verheirateten Frau, dass das Gott nichts angeht. Dass Gott sich da nicht drum bekümmert. Es ist die römisch-katholische Kirche, die diese Dinge ans Licht zerrt. Und sie hat es in der Vergangenheit getan, durch diesen Beichtstuhl. Und sie tut es in der heutigen Zeit, in der wir leben, durch den Moralverfall, durch den Sittenverfall in unserer Welt. LBGTTI-Agenda, Sex im Fernsehen, Pornografie. Und zwar Pornografie, wenn man zum Beispiel, ja, ich komme ja aus Hamburg, Reeperbahn. Wird noch genannt, die sündige Meile. Ist es auch. Ja, habe ich sogar ein Bild von. Weiß jetzt nicht, unter welchem Schlagwort. Ich hatte mal für ein Video, habe ich mal die Bilder von der Reeperbahn gebraucht. Und weiß ich jetzt nicht, unter was ich das jetzt hier abgespeichert habe. Hier. Rotlichtdistrikt, weil ich hatte in einem Video über Rotlicht gesprochen. Na? Sündige Meile hier. Filmcenter, Eroscenter, Kino, Straßenhurerei, alles drum und dran, was da stattfindet. Durch diese Verlotterung, sagt man, glaube ich. Ist das ein deutsches Wort? Weiß ich jetzt gar nicht. Durch diese Verharmlosung dieser Sünde bekommen wir alle schon mal eine ganz andere Moral mit rein. Ein ganz anderes Empfinden über Sex. Und trotzdem soll ich dann bei einem Priester gehen und soll ihm meine geheimsten und intimsten Wünsche erzählen oder geheimsten und intimsten Erlebnisse, die ich im Ehebett mit meinem Mann, also als Frau jetzt hatte zum Beispiel, erzählen. Oder auch als Mann mit der Frau. Wobei wir nicht vergessen dürfen, dass Liguori oftmals in diesem Buch, da kommen wir auch später noch hinzu,
eine Frau als Beispiel nimmt, aber dass die Fragen genauso gut an Männer oder Jungen gestellt wurden. Und das, meine lieben Brüder und Schwestern, legt dann natürlich wieder den Bezug auf den Kindesmissbrauch. Ja? Wenn diese Fragen an junge Knaben gestellt werden, an Jünglinge. Erinnert ihr euch noch an die letzten Lesungen in den 30ern des Griesinger Buches? Ja? Knabenliebe zu den Jünglingen von den Jesuiten? Da hatten wir ja auch bereits darüber gesprochen. Da hatte ich ja auch bereits den Kindesmissbrauch und so angesprochen. Da hatten wir über auch Tony Alamo gesprochen und Waco und was war innen hier, all diese ganzen Dinge. Ich will jetzt auch nicht allzu weit abweichen, aber ich finde, es ist unglaublich wichtig, dass wir uns bewusst davon werden, was der Autor hier in diesem kleinen Satz sagt, dass wir diesen Satz sehr, sehr gut verstehen. Ja? Nochmal. Wir lesen den ganzen Satz nochmal. Ja? Für jeden Familienvater, welcher seine Frau und seine Tochter vor sittlichem Verfall und Verderben bewahren will, ist es die heiligste Pflicht, diese Fragen kennenzulernen oder noch besser, seine Frau und seine Tochter von der Kirche fernzuhalten, welche seiner Tochter und seiner Frau von einem unverheirateten, nach solchen Vorschriften erzogenen Priester, während sie allein mit ihm ist, nach der Moraltheologie in dem Beichtstuhle gestellt werden sollen, welche, also die Fragen, wenn sie gestellt werden, jedes weibliche Scham- und Ehrgefühl verletzen. Und für Frau wie Tochter und eben auch Jungfrauen die größten Gefahren heraufbeschwören, dies umso mehr, als die Frauen dem Priester solche Unsittlichkeiten gar nicht zutrauen können und er überdies die Gewalt hat, ja, der Priester ist nämlich Gott in seinem Verständnis, im Verständnis der römisch-katholischen Kirche, ihnen die Vergebung der Sünden und das Abendmahl zu verweigern. Und das heißt mit anderen Worten, wenn ich dir die Vergebung der Sünden verweigere und das Abendmahl verweigere, dann brennst du in der Hölle. Nach römisch-katholischer Lehre. Wenn sie diese unsittlichen Fragen nicht beantworten. Und dadurch verhängt der Priester Schande und Gefahr für die Seligkeit über die Frauen und Töchter der Familienväter, die sich da nicht drum bekümmern. Der strenge Beweis, fährt der Autor fort, für die Wahrheit dieser Behauptungen ist im Folgenden, in den Auszügen aus der berühmtesten von den Päpsten sanktionierten und als Norm für den Unterricht der Geistlichen vorgeschriebenen Moraltheologie gebracht. Als die beste von den Päpsten ex cathedra und damit also unfehlbar sanktionierte und als Norm für den Unterricht und für alle moralischen Fragen und Gebräuche kanonisierte Moraltheologie lege ich des heiligen Alfonsus Maria de Liguori Theologica Moralis Editio Secunda, also zweite Auflage, Ratis Bonae 1879 bis 1881 Band 1 bis 8 zugrunde. Daneben die Schriften von Gury Compendium Theologica Moralis Ratis Bonae 1868 oder Neudruck von 1890 und Curi Casus Conscientiae Ratis Bonae von 1865, Neuauflage 1891 und De Brenne Moral Theologie Utrecht Depeche contre le Six et Neuf Commandements du Décalogue aus Brüssel 1853. Möchiologie, das ist das Wissen um Ehebruch oder die Bullschaft. Ja? Diese Dinge liegen diesem Buch hier zugrunde. Um den Familienvätern, welche das Lateinischen nicht mächtig sind, na, wer spricht denn schon Latein als Otto-Normalverbraucher? Um den Familienvätern, welche das Lateinischen nicht mächtig sind, die Möglichkeit der genauen Unterrichtung zu bieten, steht links der lateinische Text, in dem Wort, das hier in dem Buch, das jetzt kommt, und rechts die streng wort- und sinngetreue Übersetzung. Da hatten wir ja gerade eben gelesen, die Richtigkeit der Übersetzung ist gerichtlich durch Universitätsprofessoren festgestellt. Diese Auszüge stimmen ganz mit den 1894 den Gerichten vorgelegten und von Gerichten geprüften Auszügen. Diese werden nur an Erwachsene unter der Bedingung ausgegeben, dass jeder Empfänger dieselbe zur Abwehr der Unsittlichkeit verwende und sie so bewahre, dass sie nicht in die Hände der Jugend gelangen können. Denkt daran,
Überschrift hier oben auf dem Buch, ganz oben. Diese Broschüre darf Jugendlichen weder verkauft noch in die Hand gegeben werden. Das ist wirkliche Moraltheologie. Das ist eine andere als die, die auf der Reeperbahn und in anderen Rotlichtzonen und Stricherviertelnund wie auch immer man das nennen will, in allen Städten und Dörfern und Gemeinden Deutschlands gelten. Ja? Das ist eine andere Moraltheologie. Hier sagen wir, diese Auszüge stimmen ganz mit den Gerichten vorgelegten und von Gerichten geprüften Auszügen überein. Und jeder Empfänger hat die Pflicht, diese zur Abwehr der Unsittlichkeit zu verwenden und sie so zu bewahren, dass sie nicht in die Hand der Jugend gelangen können. Hier ist nachzutragen, dass durchaus irreführend und der Wahrheit zuwider von romkatholischer Seite oft behauptet wird, diese Auszüge von Grassmann seien zufolge Beschlagnahme der Öffentlichkeit in der Vorkriegszeit nicht zugänglich gewesen, als wenn erst in der allerjüngsten Zeit diese Moraltheologie freigegeben worden sei. Wahr hingegen ist, dass zwar auf kurze Zeit zufolge römischen Einspruchs der Vertrieb dieser Broschüre unterbrochen wurde, dass aber die Gerichtsurteile die Freigabe forderten. Ihr seht ja, das ist erschienen 1937, im Dritten Reich dann auch noch. Ja? Somit konnte der Verbreitung dieser Schrift nichts mehr in den Weg gelegt werden. Sie erlebte eine Auflage von etwa einer Dreiviertelmillion, also 750.000 Exemplare. Und zwar, um es nochmals zu sagen, in der Zeit vor dem Kriege, ja, dem Zweiten Weltkrieg. Ohne allerdings im geringsten eine irgendwie geartete Änderung der Tatsachen herbeizuführen. Nein, an den Tatsachen, an den Fakten hat die Veröffentlichung dieses Papiers nichts verändert. Bis heute, 2018, nicht. Robert Grassmann, der 1901 gestorben war, war ein vielseitig tätiger Schriftsteller von wahrhaft deutscher Gesinnung. Ein tiefgläubiger, nicht-katholischer Christ. Insofern ein Ketzer. Ja? Nicht-katholischer Christ. Also mit anderen Worten, er war ein Christ. Er war nicht katholisch. Ein Ketzer aus Sicht der römisch-katholischen Kirche. Ist dies an sich schon nach römischer Lehre ein Verbrechen, ein Ketzer zu sein, so setzte er gewissermaßen der Ketzerei noch die Krone auf. Dass er sich erdreistete, die Schriften eines Heiligen der römisch-katholischen Kirche auf- und anzugreifen. Es wird ihm als eine Beschimpfung der Einrichtungen der Kirche ausgelegt und nachgetragen. Grassmann rechtfertigte sich mit den vielen Beweisen und der wörtlichen Wiedergabe von Stellen aus dem Neuen Testament, in welchen von einer Moraltheologie in diesem Sinne nicht im Allerentferntesten die Rede ist. Die Hoffnungen und Erwartungen Grassmanns, dass er die römische Priesterschaft durch Bezugnahme auf die entgegenstehenden Worte Christi eines Besseren zu belehren vermöchte, sind ganz naturgemäß nicht in Erfüllung gegangen. Diese Stellen des Neuen Testaments sind dann auch in dieser neuen Ausgabe nur zum geringeren Teil wieder aufgenommen worden, dass sie, so gesehen, immer ihren Zweck verfehlen werden und bisher immer verfehlt haben. Grassmann beabsichtigte mit diesen Veröffentlichungen eine Ehrenrettung der christlichen Lehre, und zwar der wahren christlichen Lehre, der biblisch-christlichen Lehre, weil er fest davon überzeugt war, dass hier das Wesentliche des Christentums in das vollständige Gegenteil umgewandelt worden ist. Die römisch-katholische kasuistische Moraltheologie ist 180 Grad entgegengesetzt, das was in der Bibel als Moral gelehrt wird und was jedem anständigen Deutschen als Moral erscheint. Indem er seiner Empörung Ausdruck verlieh, glaubte er nach Pflicht und Gewissen zu handeln. In dieser Neuausgabe ist mehrfach die wörtlichste Übertragung aus dem Lateinischen vorgenommen worden, da der Grassmannschen Übersetzung vorgeworfen wird, dass sie unrichtig sei, wiewohl auch an der Verdeutschung des ersten Herausgebers nichts ausgesetzt werden kann. Und dann, meine lieben Brüder und Schwestern, gehen wir in den ersten Abschnitt. Die Ohrenbeichte der Ehefrauen
und die Gestattung des Ehebruchs in der römisch-katholischen Kirche. Und wenn wir uns jetzt da nächstens mit beschäftigen werden, wo wir auf der linken Seite des Buches den original lateinischen Text lesen und auf der rechten Seite den deutsch übersetzten Text, weise ich euch darauf hin, dass ich die nächsten Videos mit Altersbeschränkung ab 18 Jahren erst freigeben werde. Weil wir haben gerade eben in dem Buch gelesen, dass wir dafür sorgen sollen, wenn wir dieses Buch haben, dass wir das nicht der Jugend zugänglich machen sollen. Nun weiß ich, dass man sich wahrscheinlich Mittel und Wege finden kann, um natürlich im Internet zu sagen, ich bin 18, wenn man es noch nicht ist. Aber ich sehe mich als bibelgläubiger Christ dazu verpflichtet, die jetzt folgenden Videos, den Rest der Buchlesung, ab 18 Jahren sein zu lassen. Weil ich mich moralisch dazu verpflichtet fühle, die Dinge, die dort gesagt werden in dem Buch, weil ich habe es ja schon gelesen, ich weiß ja, was da kommt, und die Kommentare, die ich dazu bringen muss, nicht für Ohren unter 18 Jahren bestimmt sind. Und deswegen halte ich mich hier an die Vorschrift, die in dem Buch steht, dass man es halt Jugendlichen nicht zugänglich macht und werde die kommenden Videos, sofern wir darin diese Dinge besprechen, mit einer Altersbeschränkung von 18 Jahren versehen. Ich hoffe, dass diese Einleitung, die ja jetzt 2 Stunden im Grunde gedauert hat, bis wir jetzt an das Eingemachte nächstes Mal gehen, nämlich an die Lesung der verschiedenen Fragen, die Priester in ihren Seminaren eingetrichtert bekommen und nach denen sie ihre Moraltheologie auszurichten haben und die Dinge, die sie die Frauen und Mädchen und Jungfrauen im Beichtstuhl zu fragen haben, was sie da gelehrt bekommen, dass euch diese 2 Stunden dauernde Einleitung dazu verholfen hat, mit der richtigen Seriosität das anzunehmen, was ich in den nächsten Videos erzählen werde. Es ist heftig, aber ich kann es nicht ändern. Viele Frauen, ihr Schamgefühl und vor allen Dingen junge Mädchen, ihr Schamgefühl wurde im Beichtstuhl in den letzten Jahrhunderten immer und immer wieder verletzt. Durch sich solche Fragen von einem unverheirateten Priester dann auch noch anhören zu müssen. Mit allen Folgen, die das mit sich mitbringt. Aber darüber sprechen wir in dem Video über 18. Bis dahin kann ich euch nur anraten. Nehmt eure Bibel zur Hand, studiert und lehrt das Wort Gottes, weil je besser wir gefestigt sind in dem Wort Gottes, desto besser wir auch unterscheiden können, wenn wir solche Bücher lesen, zwischen der römischen Moralkasuistik oder der biblischen, göttlichen, wahren, christlichen Moral. Bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel. Maranatha.